Kann das sein, dass das Schifffahrtsamt versucht hat, dich zu erreichen? Mich jedenfalls haben sie erreicht. Sie meinten, du hättest das Licht am Leuchtturm angemacht? Naja, ich habe bloß... Ja, das ist doch schon lange nicht mehr deine Aufgabe. Magst du etwas Tee? Ich möchte, dass du mit nach Elmshorn kommst. Nein. Ich blieb im Amrum. Johann, so geht das nicht weiter. Ja. Ja. Ich brauche das manchmal. Ich höre bloß zu. Wir müssen uns nichts vormachen. Ich weiß, wie es dir geht. Ich habe ja auch meine Probleme und zweifle manchmal an meinen Entscheidungen, aber dann versuche ich mich daran zu erinnern, dass ich nur ein Leben habe und das muss ich auskosten. Denn das ist das Einzige, was ich jemals haben werde. Du kannst nicht darauf warten, dass das Meer deine Entscheidungen trifft. Verstehst du? Weißt du noch, wie du unbedingt einmal ein Haustier haben wolltest? Und wie ich dir deshalb einen Fisch aus dem Meer mitgebracht habe? Wir hatten aber kein Aquarium. Also haben wir ihn einfach in die Badewanne getan. Er ist gestorben, weil er ins Meer gehört. Vater hat den Stöpsel gezogen. Käthe, bitte. Bitte. Hör jetzt auf damit. Ich brauche einfach noch ein bisschen Zeit. Nächste Woche. Nächste Woche stehe ich mit dem Koffer vor der Tür. Nächste Woche. Du wirst sehen, dir gefällt es dort. Danke. Nächste Woche. Ich verlasse mich auf dich.